Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit ein paar Neuigkeiten noch. Noch ein Video jetzt am Abend. War gerade bei meinem Mewtwo EX-Raid, meinem sechsten. Da ist übrigens was Krasses passiert. Also, Video dazu, die Tage. Bis dahin wird es sich wahrscheinlich eh schon herumgesprochen haben. Aber haltet eure Augen offen für das Video. Das wird echt krass. Aber ein paar Neuigkeiten. Und Data meint wieder. Ein paar Neuigkeiten. Dieses eine Pokémon mit den Fragezeichen-Augen. Da wurde jetzt was bekannt gegeben. Ein bisschen was zu Quests. Irgendein neuer mysteriöser Escape-Bonus. Aber wie gesagt, das wurde alles erstmal in der APK-Datei gefunden. Also bis es kommt, bis es offiziell im Spiel ist, kann es ziemlich schnell sein oder auch ziemlich lange. Also da erstmal abwarten. Und auch irgendwas mit Pokéstops einreichen wurde jetzt da entdeckt. Das würden eine Menge Leute freuen. Es gibt viele Leute, die haben Ingress angefangen und den Account hochgelevelt. Nur damit sie Portale einreichen können. Und Portale werden, wie wir alle wissen, möglicherweise zu Pokéstops. Also die meisten. Und dann wurden ein paar neue Infos bekannt gegeben zum nächsten Community Day. In 8 Tagen, nächsten Sonntag. Und zwar wurde die Attacke bekannt gegeben von Bisasclaw. Auf Englisch Frenzy Plan steht da. Und anscheinend soll sie stärker sein als Solarstrahl. Ihr wisst, ich bin großer Solarstrahl-Fan. Hab jetzt letztens auch Starmie Solo Raid gemacht. Spoiler, ich hab's geschafft. Und da war natürlich Pflanze ziemlich krass mit Solarstrahl. Und die neue Attacke soll besser sein. Die ist zweigeteilt, also zwei Ladebalken. Und gesamt soll sie irgendwie mehr DPS haben als ein Solarstrahl. Was auf jeden Fall sehr interessant sein wird, weil gute Pflanzenangreifer braucht man immer. Und da könnte es dann auf jeden Fall sein, dass die Jagd nach Bisasam, 100er Bisasam und so, und dann den auch entwickeln und die Bonbons wichtiger sein wird. Als zum Beispiel, was war das, irgendein EP-Event, dreifach EP für Werfen und Fangen oder so. Weil zum Beispiel bei Dratini, Drakometeor war cool, aber genau genommen ist es halt schwächer als Outrage und jetzt ist die Attacke halt besser. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten gibt es neue Raids wieder. Ich habe zum Glück noch Starmie getroffen und besiegt. Ich habe ja gerade gespoilert und Aerodactyl. Also den habe ich auch besiegt. Der war ja richtig leicht, also das ist kein Spoiler. Jetzt gibt es wieder ein paar neue. Ein paar alte sind dazugekommen. Also der einzige neue ist Fritzeblitz Weiterentwicklung. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Und der ist nur Level 2. Glurak ist wieder weg von den Vierern und dafür ist Geowatz wieder gekommen. Und von den Dreiern Simsala weg. Sichlor wieder weg. Und Aerodactyls, Starmie, Lepomantas halt. Die waren ja Event-only. Und dafür ist jetzt Blitzer zurück. Roshanna, Gengar, Keifel. Blitzer ist interessant, weil Blitzer war der schwierigste Level 3er Solo Raid. Der war früher unmöglich, weil Geowatz hat es nicht geschafft. Und Rizogos ist viel zu schwach als Boden. Aber seitdem gibt es einen viel besseren Bodenangreifer. Grodon. Grodon. Und es haben auch schon ein paar Leute das geschafft jetzt. Mit zwei, drei Grodons, ich glaube drei. Mit drei Grodon. Beide Bodenattacken, Fast und Charge, haben die es geschafft. Auch wenn es richtig knapp war. Also kann ich es mir überlegen. Ich habe 100er und 96er mit 15 Angriff. Und 89er mit 15 Angriff. Schauen wir mal, ich muss mir das mal genau anschauen. Und dann werde ich vielleicht Blitzer Solo Raid versuchen. Weil ihr wisst, Solo Raids, die Herausforderung, das taugt mir. Nur schade, Azumarill vor dem Event leider nicht gemacht. Dann durch das Event war er weg. Und jetzt ist er komplett weg, ist nicht zurückgekommen. Roshanna ist wieder da, habe ich aber gemacht. Video seht ihr demnächst noch. Nur Azumarill, leider verpasst. Das ärgert mich. Hoffentlich kommt er bald wieder. Ich weiß, der war leicht und. Also sehr leicht, den schaffe ich locker, aber trotzdem will ich ihn einmal geschafft haben. Aber das war's. Paar Infos. Neue Pflanzenattacke, die besser sein soll als Solarstrahl. Also nächste Woche bereit machen. Und dann ein paar neue Raid-Bosse. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr bereit seid für nächste Woche und was ihr von den neuen Raid-Bossen haltet. Beziehungsweise halt den alten. Das war's von mir. Schönen Abend noch. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.